Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es, wie man es gut erkennen kann, um die Camponotus nicobarensis. Da habe ich auch schon wieder ein paar Sachen gefunden, worüber ich berichten kann, auch wenn das letzte Update noch gar nicht so lange her ist. Aber bevor wir jetzt so richtig in das heutige Video hineinstarten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Und zwar hat mein Kanal die 300 Abonnenten erreicht und insgesamt haben meine Videos schon über 40.000 Aufrufe erzielt. Da bedanke ich mich doch erstmal ganz herzlich bei euch, denn ohne euch wäre das definitiv nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich mir nun also überlegt, ein Abo-Spezial zu machen, so wie ihr es ja auch von anderen YouTubern sicherlich kennt. Dazu habe ich mir jetzt auch schon ein paar Sachen überlegt und mal sehen, was davon umgesetzt wird. Ja, was es nun wird, lasst euch überraschen. Vor über anderthalb Jahren hatte ich ja schon das 100 Abonnenten-Spezial und damals hatte ich ja auch eine Ameisenkolonie verlost. Das wird in dieser Form dieses Mal nicht nochmal auftreten, also eine Verlosung von lebendigen Tieren, weil man ja nicht weiß, wie der Gewinner mit den Tieren umgehen kann, ob der dann wirklich eine artgerechte Haltung garantieren kann. Das Risiko möchte ich nicht eingehen, weil es geht ja schlussendlich ja auch um das Wohl der Tiere. So, aber auf das 300 Abonnenten-Spezial könnt ihr euch dennoch freuen. Und nun geht es mit den Camponotus nicobarensis weiter. Wenn ich mich nicht täusche, sollte das jetzt hier der 18. Part der Camponotus nicobarensis Reihe sein. Ja, wenn man dann zurückdenkt, ich habe mit 5 Arbeiterinnen und einer Königin gestartet. Und ja, man sieht ja, im Laufe der Zeit sind es dann doch schon ein paar mehr Arbeiterinnen geworden. Also das konnte man ja auch schon in den letzten Updates erkennen. Von Update zu Update wuchs die Kolonie. Also von den ersten 5 Arbeiterinnen auf die 10 Arbeiterinnen, auf die 20 Arbeiterinnen, auf die 50 Arbeiterinnen, dann auf die 100 Arbeiterinnen und so weiter. Da die Kolonie sich dann irgendwann auch teilweise im Dugongnest als auch in Erdnestern aufhielt, konnte man schwer sagen, wie groß die Kolonie zu einem bestimmten Zeitpunkt war und musste dies dann eben so gut wie möglich schätzen. Und da momentan keines der Dugongnester von den Ameisen bewohnt ist und sie stattdessen in allen 3 Arenen im Bodengrund Erdnester gegraben haben, müsst ihr auch dieses Mal leider auf hübsche Nestaufnahmen verzichten. Dafür habe ich aber zahlreiche Bilder und Videoaufnahmen sowie Zeitrafferaufnahmen davon gesammelt, wie die Ameisen hier Nahrung in Form von Honig oder auch Futtertieren aufnehmen, also so als Alternative sozusagen. Und da sind auch die ein oder anderen schönen und interessanten Aufnahmen entstanden. Hier beispielsweise gehen Ameisen zwischen Arena 2 und 3 ein und aus. Und als nächstes haben wir hier eine Zeitrafferaufnahme, während die Ameisen in der ersten Arena ein wenig Honig angeboten bekommen haben und sie dann halt ihren Weg durch die zweite Arena zu diesem Honig bestreiten. Diese zweite Arena hier habe ich ja übrigens mit Heißkleber versiegelt, da die Ameisen immer irgendeinen Weg gefunden haben, um aus eben dieser Arena zu entkommen. Sei es, sie haben dann irgendeinen Kleber in irgendeiner Ecke kaputt geknabbert oder sie haben einen Spalt zwischen der Arena und den Deckel gefunden. Und weil ich das dann nicht unbedingt länger haben wollte, habe ich dann mit Heißkleber den Deckel so festgeklebt, dass da jetzt keine Ameisen mehr rauskommen. Obwohl ich in diese Arena nicht mehr direkt eingreifen kann, es sei denn, ich würde den Deckel abreißen, sieht die Arena meiner Meinung nach wie vor noch ganz gut aus. Auch die Pelea Peperomoides lebt noch. Und damit zur dritten Arena, welche im Wüsten- bzw. Steppenstil gehalten ist. Da habe ich ja auch schon länger nichts zu berichtet, eben weil es hier nicht so viel zu berichten gab, bisher, dachte ich zumindest. Mittlerweile kann man dies auch nicht mehr behaupten, man sieht ja auch schon teilweise Nesteingänge, wo es ein bisschen hellbläulich durchschimmert, dazu kommen wir jetzt gleich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das in irgendeinem Video mal erwähnt hatte, aber ich habe die Arena hier aufgebaut, in denen ich hier eine niedrigere Ebene habe, wo einfach nur Sandlehm auf den Boden rüber gestreut ist und auch der rechte Teil der Arena eine Erhöhung darstellt, wobei das Innere der Erhöhung nicht vollständig aus Sand besteht, sondern um ein wenig an Material zu sparen, ich da leicht Schaumstoffplatten platziert habe, wo ich dann die Zwischenräume dann später noch mit Terrariensand aufgefüllt habe. Und um diese Leichtschaumstoffplatten nochmal abzudecken, sodass man nichts mehr von ihnen sieht, habe ich dann nochmal eine Mischung aus Sand mit viel Lehm und Wasser
zusammengemischt, dann diese Mischung über die Leichtschaumstoffplatten gegossen. Danach habe ich noch ein paar Tage gewartet, damit dieses Gemisch genügend aushärten kann, damit ein harter Boden entstehen kann. Nach ein paar Monaten haben die Ameisen auch dort angefangen zu graben, nachdem ein paar Wassertropfen nach einer Bewässerung auf den harten Sand-Lehmboden gekommen sind. Und unter dieser harten Sand-Lehm-Schicht gibt es ja noch die Leichtschaumstoffplatten sowie die mit Terrariensand aufgefüllten Zwischenräume, wo die Ameisen natürlich gerne weiter gegraben haben. Also sind diese hellblauen Stellen im Eingangsbereich der Nester, wie man es sich sicherlich denken kann, Teile von den Leichtschaumstoffplatten. Ja, diese Zeitrafferaufnahme hier ist ja auch schon ein wenig am Laufen und man erkennt hier ganz schön viel. Also ich kann aber trotzdem mal beschreiben, was hier drauf zu sehen ist. Also zum einen halt die gerade beschriebenen Nesteingänge mit den Leichtschaumstoffplatten, die dann da unten durchschimmern. Und darüber sollten sich zwei Heimchen befinden, ein größeres und ein etwas kleineres. Die wurden aber auch schon ordentlich zerteilt und teilweise eingetragen. Und auf dem Bergkristall daneben links sollte sich eigentlich ein Honigtropfen befunden haben, den man jetzt nicht mehr ganz so gut erkennen kann. Was eine weitere Besonderheit dieser Wüstensteppenarena ist, ist, dass hier einige Mineralien mit eingebaut sind, wie man es gerade schon sehen konnte. Und beispielsweise auch oben rechts ist ein Fossil zu erkennen, ein schneckenartiges, versteinertes Fossil. Und solche Mineralien und Fossilien schmücken halt die gesamte Arena. Und dann hat man noch unten rechts diesen schwarzen Stein. Der scheint aber nur schwarz zu sein, denn wenn man den unter Wasser hält, wird eine schöne grünliche Färbung sichtbar. Ja, und hier sieht man auch schon ganz deutlich, dass hier dieses Heimchen schon ziemlich auseinandergenommen wurde und nicht mehr viel zu erkennen ist. Und außerdem wird es ja auch schon teilweise versucht, in das hiesige Erdnest zu ziehen. Es sieht auch so aus, als ob es nicht mehr so lange dauert, bis es dann soweit ist. Und da wir hier gerade von Erdnestern sprechen, kann ich auch nochmal zeigen, wie das seitlich der dritten Arena so aussieht, was die Ameisen hier so gegraben haben. Ihre Brut, in diesem Fall meistens Puppen, lagern sie gerne an warmen Stellen im Schlauch, wie beispielsweise hinter dem Fernseher, wenn dieser mal an war, aber auch teilweise in Schlaucheingangsbereichen, wie man es hier gut erkennen kann. Die erste Arena sieht übrigens momentan so aus. Ich denke mal, da ich die anderen beiden Arenen angesprochen habe, wäre es auch ganz sinnvoll, auch die erste Arena einmal zu zeigen. Da die Kolonie nun schon ein paar tausend Tiere groß ist, schätze ich zumindest mal, hat die Kolonie natürlich auch einen großen Nahrungsbedarf, was Kohlenhydrate und Proteine angeht. Dazu muss ich jetzt aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich die Camponotus nicobarensis jetzt nicht unbedingt jedes Mal bis oben hin mit Proteinen vollstopfe und ich ihnen nie mehr Proteine gebe, als sie eigentlich benötigen würden. Dies hat zum einen den Grund, dass ich momentan ein wenig mit den Futtertieren sparen muss. Als Kohlenhydrate biete ich den Ameisen immer gerne Honig an, da sie auf diesen besonders gut anspringen und auch eigentlich nie was übrig bleibt, egal wie viel Honig ich ihnen anbiete. Das war jetzt aber auch schon alles Erwähnenswerte, was ich zu den Camponotus nicobarensis sagen konnte und deswegen würde ich sagen, ich lasse euch jetzt mit den restlichen Aufnahmen alleine. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal auch wieder vorbei und dann noch bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.